Ich sollte die Zeit auch weiterlaufen, sonst passiert hier nichts. Aber die Frage wäre jetzt, brauche ich ja hier drinnen nicht. Hier mache ich ja nachher überall auf der äußeren Schicht kommt die Rampe, die ja hoffentlich dann jeweils immer nach zum Zentrum hin zeigt. Hoffentlich. Ne? Weil Pyramidenform halt. Bis wir ganz hier an sind. Wie ich hier dann Rampe bauen soll, weiß ich noch nicht. Ich muss wahrscheinlich auf den einzelnen Schichten auch immer erst die Eckrampe als erstes bauen. Die hier, weil ich ja von links und rechts wahrscheinlich nicht mal rankomme. Ich weiß halt nicht, wie die Rampen handeln. Meine Idee ist ja, dass die Rampe, da sie von hier aus kommt und da ein Ziel hat, dass die Rampe sich dann automatisch dahin ausrichtet. Ich habe halt keinen Bock, dass die Rampe nach dahin zeigt, wenn die Pyramide nach dahin gehen soll. Das wäre halt bescheiden. So, der Smooth-Trupp ist immer noch voll zu Gange. Oben sind wir schon fertig. Hier unten arbeiten sie noch. Deswegen sind noch die Glaswände noch nicht. Magma läuft. Ohne die Nummern. Ja, man sieht da, wo es höher ist, ist es heller und dann erkennt man es, glaube ich, ein bisschen mehr. Bei 1 und 2 erkennt man es auch nicht so. Also ich zumindest erkenne es kaum. Im Gegensatz zu hier. Kann auch natürlich sagen, dass hier noch Bewegung drin ist. Die ist ja hier eher nicht mehr gegeben. Aber ich finde das Prinzip trotzdem doof, dass ich die Zahl und den Stein darunter sehe, was ich normalerweise bei Magma nicht sehen würde. Das widerspricht dem Konzept, wie ich mir das hier gedacht habe. Aber okay, gebe auch schlimmer aus. Noch mehr Mikaion. Hier haben wir es wenigstens kaum. Granit. Hier ist alles komplett Granit. Das heißt, wenn da unten nicht irgendein Erz noch zwischen ist, wird es hier kein Problem geben. Die Katze ist tot. Das ist mir egal. Ich hätte wenigstens gucken können, wo die Katze tot ist, falls doch was Schlimmes ist. Ne? Man weiß ja nie, woran irgendwelche Tiere sterben. Was machst du? Du hast 12 Kinder. 98 Jahre, 12 Kinder. Ich weiß ja nicht. Also mir, ich fände das anstrengend. Und das ist auch irgendwie nichts, was du kannst, ne? Außer Weber. Aber Weben tut doch keiner mehr. Den führt sie auch alleine. Hallo, du hast 12 Kinder. Du konntest lange nicht mal heiraten. Okay. Frau vielleicht schon tot. Oder polygam, man weiß es nicht. Zwerge sind da ja grundsätzlich allem gegenüber aufgeschlossen. Also das Vieh zerlegt, ne? Dann erstmal die ganzen Elkbirds wieder gejagt. Ein paar hat er schon. Ich weiß nicht, ob männliche Elkbirds, weibliche Elkbirds. Okay, Riesenolme und Krokodile und 11 Forgotten Beasts. Also eigentlich ist das viel mehr sympathisch, ne? Ich will aber selbst nicht dagegen kämpfen müssen. Ich glaube, das ist einfach nicht gut für unsere Zwerge. So, jetzt wird der letzte Dings noch gesmoost. Und dann könnt ihr jetzt anfangen, Steine schleppen. Ha, das habt ihr jetzt davor. Schleppt die Steine, räumt sie alle weg. Alle. Ich kann halt nicht weitermachen, solange die Steine noch da sind. Warum liegt hier jetzt eine Tür? Warum wollt ihr die Türen jetzt nicht einbauen? Hier eine Tür suspendet. Ich kann mir so nicht erklären, warum sonst die Tür jetzt da liegt. Nur die Marmortür da liegen lassen. Ah, jetzt werden sie eingebaut. Okay. So. Dann hat er wieder eingesammelt. Okay. Dann hat er wahrscheinlich zwischendurch mal Hunger gekriegt.
Was sagt unser Sandjob? Schon fast fertig. Okay. Collect Sand. 500 wieder. So, nächster Job. Das heißt, wir haben heute knapp 500 Sand gesammelt. Ich weiß zwar nicht, was aus dem ganzen Spiel Sand liegt hier. Hier auf so einem, das ist nur ein einzelner Haufen. Warum ist der eigentlich schon wieder verboten? Da liegt halt. Ich weiß nicht, warum sie hier den ganzen Sand sammeln. Hier ist ein riesiges Sandlager. Wenn die hier oben dann plötzlich Hunger kriegen, lassen es einfach liegen oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir brauchen so viel Fleisch, wir brauchen auch nichts schlachten. Aber ich glaube, wir sollten mal wieder was schlachten, weil wir einfach wieder sonst in Tieren untergehen. Man sieht es doch schon wieder. Hier sind auch Namen so Tiere und dann finden wir hier die ganzen Boas. Ich weiß nicht, was wir mit denen allen wollen. Ich meine, da brauchen wir keine Alpaka-Zucht, das funktioniert noch nicht. Aber so, jetzt muss ich... Notfalls verkommt das Fleisch halt. Katze, 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 Katze. Kater, Kater. Also, keine Ahnung, jetzt kommen die ganzen Hunde. Nicht versehentlich einen Besitzer zu weisen, dann werden wir es nie wieder los, die Hunde. Das ist auf jeden Fall nicht gesund, so viele Viecher zu haben. So, ach komm, ein paar lassen wir. So. Eselzucht fangen wir nicht mit an, mit euch fangen wir auch nicht an. Hühner. Gut, die Hühnerzucht ist die einzige, die nicht wirklich mehr läuft. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum nicht. Jetzt kommen auch die ganzen Fohlen und Kätzchen und dann kommen die Lämmer und Schweinchen und ganz viele. Habe ich vergessen. Rentiere. Seit wann haben wir Rentiere? Sau, sau, sau. Okay, Rundschutz. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wasserbüffel. Ja, lass mal deinen Wasserbüffel auch ein bisschen aufräumen. Zwei von euch. Dann nehmen wir drei, weil hier, nee, hier sind nur Mädels. Ne? Lass mal so. Die Jagdzucht gibt es nicht und dann noch unten noch mehr Katzen. Okay. Gut. Dann haben wir das geklärt. Man sieht gar nicht, in welche Richtung die Slope gehen. Man sieht nicht mal, dass es eine Rampe ist. Also ja, die Rampe sieht man. Ja, weil man den Übergang weiß. Von der, auch weil das eine ist eine Straße, genauso wie das, und das ist halt normale Rampe. Hier ist Rampe, die genauso aussieht wie das. Finde ich jetzt nicht gut. Ich baue gerne noch die nächste Ebene darüber. Guck mir das an. Ich kann das Ganze nicht wieder abreißen. Tausende von Silberbarren einfach sozusagen für den Arsch. Aber wäre dann halt so. Ne? Probieren geht über studieren. Ne? Es gibt Schlimmeres. Man hat es dann wenigstens versucht. Und wenn man merkt, okay, es funktioniert nicht, wie man es möchte, dann reißt, dann lässt man es halt. Aber auch keine Energie bei der Fort, dass wir etwas decken, das keinen Sinn ergibt. Und genug andere Sachen zu tun. So, wie zum Beispiel Steine wegschmeißen. Aber er schmeißt nicht wirklich ausgiebig Steine weg. Die paar bisher erst. Guck mal, was ihr noch alles wegschmeißen müsst.
wieder ist dieser Moment, wo man sich das D-Effekt wünscht, so alles einfach, alles was so dumpt ist, irgendwo auf ein Dings werfen und löschen. Warte. Das ging ja auch. Das ginge natürlich auch. Wenn ich es nicht sehe, ist es auch nicht da. Das ist die Alternative. Ach, guck mal, jetzt sieht das hier unten wenigstens schön aus. Jetzt können wir von mir aus die Zahlen. Gut, jetzt sehen wir hier oben die Zahlen, aber die kann man ja dann ausmachen. Aber da kann ich nichts gegen machen. Aber den Rest konnte ich jetzt halt verstecken. Okay, das ist die Alternative. Jetzt ist die Alternative. Will ich die Zwerge deswegen hieran arbeiten lassen oder nicht? Es kostet halt Zeit, ne? Okay, ich mach das so. Das ist nicht schön, aber es ist etwas. Also, wir machen es so. Ich baue noch zwei Reihen. Also, ich will die nächste Säulenreihe sozusagen noch fertig machen. Und wenn wir die nächste Säulenreihe dann fertig haben, dann beende ich den Stream für heute. Und ich fühle mich so jetzt ein bisschen wohler, weil ich kann es ausblenden. Das macht mich glücklich. Ich bin mit der Rampe überhaupt nicht zufrieden. Also wirklich gar nicht. Ich würde es halt, wie gesagt, die nächste Reihe nochmal ausprobieren. Gleich hier oben. Kann ich, aber ja, ich kann auf dem Boden eine Rampe bauen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Ich könnte auch den Boden hier unten theoretisch setzen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dann ziehe ich wieder so viele Leute, was egal, das ziehe ich halt dann Leute ab, die finden. Reicht eh nicht. Das funktioniert halt nicht. Sieht halt. Okay, gut, jetzt sieht man den Höhen. Ist ein bisschen grauer wegen dem Höhenunterschied, ja. Aber ich habe die Befürchtung, dass man halt nicht die Rampenrichtung sieht. Hier si müssen wir jetzt gucken, was hier nachher in der Mitte dargestellt, an einer Ecke dargestellt wird. Die könnte ihm das, den Effekt geben. Man sieht ja auch hier zum Beispiel, dass die Rampen hier hochgehen. Das sieht man halt auch hier über die Kanten. Nur hier in der Mitte sieht man es ja auch gar nicht. Wenn man jetzt hier wie hier eine lange Seite hat, man sieht es ja hier auch nicht. Außer durch den kleinen Einschnitt hier, ne, dass es hier nach unten geht. Das sieht man ja auch nur hier an den Seiten. Da erkennt man es ja gar nicht. Da sieht es ja auch aus wie flach und gerade. Aber man sieht es hier halt nicht, weil die Textur aufgrund dieser Musterung da drinne eh schon diese Linie hier drin hat. Das heißt, es hilft nicht mal. Alter, ist das schlecht. Okay, Pyramiden in einem zweidimensionalen Feld hier darzustellen, klar, ist nicht gerade einfach, aber so ist halt wirklich vorbei. Ne? Jetzt müsste ich das hier reinmachen und dann sieht man, aha, es ist eine Rampe. Aber okay, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ich baue die Pyramide, wir bauen die trotzdem. Wir haben das erste Viertel fertig. Dann wird das jetzt auch durchgezogen. Mir egal. Aber mit einer weit reduzierten Priorität. Ja, jetzt müssen wir das Wichtige machen. So, da ist er halt wieder. Schön ist, dass wir jetzt halt nicht ganz so viele Rampen hier brauchen. Wände meine ich. Weil wir halt nicht so eine komplette Säulenreihe haben.
Jetzt, wo wir sozusagen das Gröbste dahinter wieder fertig, jetzt wo die Leute halt nicht mehr mit dem Engraven und dem ganzen Zeug beschäftigt sind, kommen sie mit dem Glas auch wieder ein bisschen besser hinterher, ne? Also sowas bringt das dann halt schon, ne? Also die Produktion läuft ja. Da hat man sich kurz ein bisschen mit ein paar anderen Sachen beschäftigt, wie dem hier, und dann hat man erstmal genug Glas wieder und die Leute fangen jetzt wieder ordentlich an zu arbeiten. Das ist jetzt halt nicht schön. Man sieht jetzt hier, alles wieder runtergefallen, aber das wird nachher auch einfach. Ich verbiete nachher das Sehen einfach von diesen Steinen und so weiter. Alles, was hier unten ist, ist dann sozusagen weg. Alles, was hier weiter runter sackt, ist mir sowieso egal aus dieser Ecke. Das ist dann einfach weg. Es fällt ja ein paar Ebenen tiefer. Das sieht man dann eh nicht. Und dann passt das schon. Das Muster kommt hier halt rein. Ab dem Moment, wo die Bewegung hier drin weg ist, so wie hier, so dieses Glimm da ist und die Bewegung nicht mehr so extrem ist wie da. Also, wie cool, die Schlangen, deswegen ist das Schöne. Die Schlangen sieht man nachher trotzdem hier drunter und wahrscheinlich die Krabben und so weiter auch. Irgendwelche Dämonen wahrscheinlich auch später. So, ein sechsbeiniger Gecko ist da. Und der spinnt Netze. Der sechsbeinige Gecko geht jetzt als nächstes in den Kampf gegen das Glasmonster. Oder es ist halt einfach gerade verschwunden. Nein, es ist wieder da. Wir sollten das Glasmonster beobachten. Wo ist es? Es ist weg. Was ist denn jetzt los? Was bist du denn? Eine kleine Minischlange. Aber was ist denn jetzt aus unserem... Ist das jetzt abgehauen? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Unser Ich töte alles und jeden ist jetzt einfach abgehauen, damit wir an das Glas nachher kommen. Das ist sehr vorbildlich. Ich muss noch für den hier ein Slab fertig machen. Deduk schon wieder. Erst ein Oil Slab. Und danach Deduk. So. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal. Also. Weg. Okay. Dann halt erstmal nicht. Dann ist das vielleicht doch mal abgehauen, das Vieh. Schade eigentlich. Aber gut.